Jo Leute, was geht? Hier ist wieder Panicfly mit einem neuen mit einer neuen Folge von einem neuen Let's Play. Und ich bin heute allein. Heute begleitet mich niemand hier. Außer so Irgendwie nicht. zwei Etwasse. Etwas. Oh Gott. Und wir machen Tüte Blankos. Ja, okay, erstmal wer ist hier? Divine Kiwi. Abonnieren. Und Arkai. Auch abonnieren. Aber ich stehe natürlich im Vordergrund, also abonniert mich. Seid ihr vorher alle still? Ja, es ist verängstigt. Nee, 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 nee. Okay, ich muss dann langsam mal arbeiten mit guten neuen Waffen zu machen. Und da wird mir Divine QB auch bei helfen. Und zwar in der Gilde, die ich euch ja schon gezeigt habe. Da wo wir zusammen kämpfen können. Ja. Und Wie will. ich verstehe gerade nicht, wieso beide nicht so viel reden, sonst sind sie eigentlich total hyperaktiv. Aber gerade. Ich könnte ja was singen, aber ich garantiere nicht für Selbstverstümmelung, die daraus folgen. Ich glaube mal, dass sie sich gerade Pornos angucken, weil ein Mann kann nur so vertieft in irgendetwas sein und nichts sagen, wenn er sich Pornos anguckt. Also gehe ich mal davon aus, oder Jungs? Nee, Vielleicht. ich denke gerade über eine Aussage Vielleicht. von einem Kumpel nach. Und was hat er denn gesagt? Ich bin sehr weise, ich kann dir dabei weiterhelfen. Der hat zu mir gesagt, ich sollte mal raten, wieso er sich nicht die Zehennägel schneidet. Wäh! Das wird langsam ätzend. Ja. Seine Antwort war, weil er sich damit immer am Boden vom Schwimmbad festkrallt, um geradeaus zu laufen. Der ein bisschen Verstehe ätzend. ich auch nicht. War das der Andi? Ja, es war der Andi. Ach so, ja, wenn der sagt, ist okay. Schon Übrigens, so da. ich habe noch andere Kumpels, die sich das Spiel vorbestellt haben bei Amazon. Und es kommt ja in 5 Tagen raus. Und dann geben die es mir in 5 Tagen. Das heißt, ich mache ein Let's Play. Nice. Richtig nice, gell? Kann ich mir jetzt schon vorstellen. Was ist das für ein Item? Was ist das für ein Item? Woher krieg ich noch Ja. Items? Japanisch, japanisch. Okay, und jetzt haben wir die Quest geschafft. Die war eigentlich ziemlich einfach. Nur das Rauflaufen. Ziel erreicht. Bis da oben ist voller Kacke. Was ist der Erfolg? Winterknochen. Jetzt wieder zurück. Nee, nee, nee. Das geht automatisch. Das ist ja das Geile. Und erinnert euch an irgendeine Stelle? Ja, genau. Im Anfangsvideo, als der T-Rex von da oben kam und mich hier runtergehauen hat. Au, das hat weh getan. Und dann kam sein schreckliches Heulen. Kinder, oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir alle mal Hu gemacht, jetzt ist das cool. Oh, coole Und Blanke. was machst du jetzt da? Ja, einfach nur warten bis bei irgend eine Minute. Dann bin ich zurück im Dorf. Stand da ja. Warte jetzt einfach mal, Scholz siehst das gleich. Quest abgeschlossen. Vorratsobjekte zurückgegeben. Quest erfüllt. Bam, bam, bam. Dramatischer Effekt. Ja, welche. Und 40 Bonuspunkte. Wollen die speichern? Will ich? Nein, du nicht. Ich schon. Okay, mal schauen. Und jetzt haben wir die Stufe 2 Quest freigeschaltet im Dorf. Dorf. Sieht ganz so aus, als hättest du wirklich dein Bestes gegeben. Sag mal, hast du schon von Giardrome gehört? Im Schneegebirge lebt eine Monsterspezies, die als Giardprey bekannt sind. Die Gilde nennt sich auch die Weißen Veloci Prey.
Der Anführer der Gierbrei-Rudels ist der sogenannte Giatron. Ich hatte gehofft, dass du ihn vielleicht für mich beseitigen könntest. Und glaub mal nicht, dass es sich nur um einen übergroßen Gierbrei handelt. Wenn dich einer seiner Eisschüsse trifft, wirst du tiefgefroren. Wenn es sich bedroht fühlt, wird es in einen anderen Teil des Feldes rennen, um sich zu erholen. Sollst du mit Gewalt nicht weiterkommen, dann versuch es mal mit einer Blitzbombe oder einer Schockfalle, um den Geodrom aufzuhalten. Dieses Dorf hat genug von diesem Geodrom, deshalb ist er der perfekte Gegner für dich. Würdest du ihn bitte erledigen, ja? Nee. Tschüss. So, jetzt dringende Quest. Jetzt sieht man hier den Geodrom. Sieht aus, als könntest du eine schwierige Aufgabe bewältigen. Ich möchte, dass du den Anführer der Geodrom erledigst. Den Geodrom, viel Erfolg. Gegen wen muss jetzt kämpfen? Gegen jetzt so ein Riesenübermonster. Oh ja. Nee, also hier drum, meine Güte, das ist. Allein oder wie? Ja. Und ich habe noch nicht mal gescheite Waffen. Ja, Erik. Ja. Achso, ich könnte mir nicht den Blanko-Zerstörer für den machen, oder? Blanko-Zerstörer, naja, Eis gegen Eis. Ja, das stimmt wirklich schon. Nein, Blanko-Zerstörer ist ja noch, stimmt, Eis. Nee, aber bis jetzt, ach, Eisenkatana, das könnte ich mir machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Waffe am Anfang. Macher Liederz. Ja, das ist das Problem. Warte mal, ich schau mal, ob man... Nee, kann man nicht, das wäre ja klar. Vielleicht Cyclohammer. Cyclohammer? Achso. Mhm. Ja, du brauchst ja... Warte mal, ich baue jetzt mal eine Farm ab. Zack. Stein. Rüstkugel. Eisenerz. Scheibenstein. Ja, also wie gesagt, sie bekommt eine nicht so gute Steine. Item. Genau. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Ich muss mir wahrscheinlich am Anfang des Eiskatana machen, weil das eigentlich eine ganz gute Waffe ist. Aber dafür brauche ich beschissenes Machalitärs. Wo bekomme ich das am Anfang so richtig? Im Dschungel. Ja, stimmt eigentlich. Also ich brauche 7 Eisenerz, 8 Tischlerkäfer. Boah, das wird eine Arbeit, Mann. Das wird die gute Arbeit. Du kannst ja auch aus diesem einen Schmetterschwert da basteln. Brauchst du weniger Materialien. Echt jetzt? Ja genau, warte mal. Das ist das Großschwert, oder? Ja, das ist dieses Metallgroßschwert. Genau. Okay, Die nochmal verbessern und dann das Eisenkatana. Leute, ich würde sagen, ich mache hier kurz Pause. Und das nächste Mal werdet ihr mich mit der Schmetterklinge sehen. Ich werde jetzt einfach wieder die Quest wiederholen, die ich gerade gemacht habe. Dass ich dann immer pro Quest in der Farm abpacken kann. Und im nächsten Video seht ihr mich dann mit der Schmetterklinge. Bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.